Cognition can be found in every aspect of our life. Cognitive abilities are involved not merely in the solving of complicated mathematical equations, but also in all of the actions we perform naturally and without effort. Researchers in cognitive science come from diverse fields: computer science, philosophy, linguistics, neuroscience, and psychology. What they all have in common is a deep interest in cognition, a phenomenon that all human beings share. But what is cognition? Alles. Ganz einfach alles. Cognitive scientists study how we solve problems, develop complex plans, how we remember faces, recognize objects, understand language, even how we create art and music. Cognitive science is a new field with interdisciplinary roots. To understand the emergence of modern cognitive science, we will look at its history. Philosophers have struggled for thousands of years to comprehend the nature of the human mind. When the natural sciences began their advance into the modern era, much of what had previously been only of concern for philosophers became more and more the subject of ever-specializing subfields of biology, chemistry, and physics. Accordingly, in the 16th and 17th centuries, studies of human and animal anatomy and physiology made considerable progress. Ideas dating back to Aristotle and other natural philosophers were revised, modified, and extended. Eventually, the view emerged that the human body functions according to physical laws of nature. The French philosopher René Descartes was a major proponent of a mechanistic explanation of human and animal bodies. His ideas were highly influential at the time and continue to shape our thought today. Although Descartes described the body as a material entity following physical laws, he still saw the mind as an immaterial, thinking substance, which was profoundly separated from the body. Descartes' view, however, had one major problem. How can we understand the interactions between mind and body? In other words, how can the material body and the immaterial soul interact? How can our will to act cause our body to move? How does touching a hot stove induce the subjective experience of pain? In the following centuries, this conception of the mind as immaterial and entirely separate from the body lost its dominance. In the 19th century, psychologists searched for general laws to describe the workings of the human mind. The method they used was introspection. They looked to personal reports of experiences and sensations to infer generalities about the connection between inner mental processes and outwardly observed behavior. The dominant paradigm shifted again at the beginning of the 20th century, when behaviorism emerged and began to prevail. Behaviorists believed that psychological and mental phenomena are reducible to behavior, and thus limited their object of study to the behavior they could see and neglected all inner processes. Aus philosophischer Sicht unterscheidet man im Behaviorismus einmal den methodologischen, der aber eigentlich gar keine philosophische Position darstellt, sondern das ist das Programm von Skinner und Watson. Und entstand in erster Linie in Abgrenzung von den noch an der Introspektion orientierten Psychologie der um die Jahrhundertwende, wo man skeptisch war, inwiefern das wirklich wissenschaftlichen Standards genügen kann, weil es einfach nicht intersubjektiv überprüfbar war. Ja? Man ist angewiesen auf die Berichte von jemand und was introspeziert der andere. Ja? Und insofern war die Idee, man schränkt für die wissenschaftliche Psychologie
den Bereich ein auf die, das, was im Verhalten beobachtbar ist. The next paradigm shift, which would replace the dominance of behaviorism, came to conceive of the mind itself as describable and explainable in mechanistic terms. Before we can understand how this idea could develop, we have to take into account a number of advances that were made in formal logic and mechanistic computation. Und die historischen Wurzeln dieser Art von Kognitionswissenschaft sind, glaube ich, drei. Das erste war die moderne Logik, die man in der Philosophie durch Frege entdeckt hat, wo man zum ersten Mal auf die Idee kam, wir können semantische Zusammenhänge durch rein syntaktische Operationen abbilden. Das ist ein oft unterschätztes Novum. Vor der Entdeckung der modernen Logik wäre man nie auf die Idee gekommen, Intelligenz durch Symbolverarbeitung zu modellieren. Das wäre ohne Logik völlig unmöglich gewesen. In 1897, Frege published his Begriffsschrift, which, together with the work of George Boole and Ernst Schröder, laid the foundations of modern formal logic. Frege's formalized predicate logic allowed for a formalization of mathematics and considerable parts of natural language. Consider this simple example of an argument. Premise 1. Socrates is a human being. Premise 2. All human beings are mortal. Conclusion. Socrates is mortal. Obviously, this is a sound conclusion. Predicate logic allows us to formalize the premises. Here, H and M are predicates, standing for being a human being and being mortal, respectively. The second premise can be read as, for all X, it holds that if X is a human being, this implies that X is mortal. Frege proposed a number of rules and a number of basic truths called axioms. These rules can be used to manipulate formulas into different forms, and the axioms allow application of the formulas to generate concrete conclusions. This is similar to using the quadratic formula in mathematics to solve a quadratic equation. Similar, in fact, to the application of many other rules, theorems, and formulas you might know. In our example here, premise 2 has a form which allows us to apply an axiom of Frege's calculus. It basically says, whenever you have a formula that holds for all x, you can write it as holding for just one specific object. Next, we apply another transformation rule and arrive at the conclusion. If we translate this formalization back into natural language, we get Socrates is mortal. The logical transformations are done without regard to the meaning or semantics of the given sentences. As we will see, this rule-based transformation of symbols can be understood as mechanistic. A second crucial development began in 1642, when the first mechanical calculator was built by the French philosopher and scientist Blaise Pascal. The German philosopher and scientist Gottfried Wilhelm Leibniz worked on improving these machines and built a number of automata. This demonstrated that a mental faculty, namely calculating, could be implemented with a machine composed of cogwheels and slides. Related to this is the idea that thinking is a form of computation or information processing. This was explicitly proposed first by the British philosopher Thomas Hobbes around 1650. He claimed that reasoning is, in fact, nothing more than addition and subtraction. Zweitens natürlich in den 30er Jahren die Arbeiten von Turing, die uns gezeigt haben, es gibt eine physikalisch, zumindest prinzipiell realisierbare Maschine, die alle vom Menschen algorithmisch berechenbaren Funktionen berechnen kann. Das heißt, alles, was der Mensch mit seinem Gehirn algorithmisch machen kann, kann auch eine Maschine machen. Und was macht eine Maschine? Naja, eine Maschine verarbeitet eben Information. Ich gebe ihr einen Input, sie macht was und sie gibt einen Output.
The Turing machine is an abstract mathematical concept that defines and formalizes the notion of calculability. If mental processes are understood as calculations, they can be formalized using a Turing machine. These two ideas, that mental processes are in fact computational processes, and that these processes can be implemented in mechanistic ways, became more attractive when the first digital computers were built. When we see, hear, smell, and touch, we gather information about our environment. This information allows the formation of beliefs and knowledge. Information can be memorized, and it can guide our actions. With the digital computer providing a relatively flexible and fast way of computing, it suddenly became conceivable that these forms of processing could be realized by purely physical matter. Ah, der dritte Pfeiler der Kognitionswissenschaft ist dann nach der Entdeckung der Logik und nach Turing eben von Neumanns Idee, wie man einen Computer zu bauen hat, wie eine Computerarchitektur auszusehen hat. Das war in den 50er Jahren, diese Architektur hat bis heute Bestand. Und dann wusste man nicht nur, es gibt eine prinzipielle Turing-Maschine, sondern man konnte diese Maschinen faktisch bauen. Und aus diesen drei Pfeilern war es fast nicht möglich, eine andere Schlussfolgerung zu ziehen, als die, ja, Intelligenz lässt sich abbilden durch oder ist die Verarbeitung von Informationen. The dominant view in cognitive science today is that the mind is an information processing system. The processes are explainable in mechanistic terms. But what does that in fact mean? Some think that, as in the case of a computer, where the hardware provides a substrate on which software runs, we can understand our brain as providing a substrate on which computational processes run. These processes then give rise to behavior, thought, perception, and other mental phenomena. We will see, however, that the relation between mechanism and cognitive phenomena is not by any means clear. Cognitive science is an interdisciplinary endeavor. A number of different fields have been involved over the last decades in the refining and further development of the basic ideas. We will see how the different developments have led to new conceptions of what cognition is and how we should approach an understanding of mental phenomena. Let us begin the same way cognitive science began, with a discipline called artificial intelligence. The year 1956 can be considered the year of its birth. In this year, researchers from computer science, linguistics, and psychology came together for a conference at Dartmouth College. The central aim of those scientists was to create an artificial agent that was comparable to humans in its mental capacities. And the most crucial mental capacity was believed to be intelligence, which was defined as the ability to solve problems that are highly structured, deterministic, and require great amounts of calculation. Ich glaube, dass in den Anfängen der künstlichen Intelligenz in den 50er und 60er Jahren vor allem Probleme im Mittelpunkt standen, die intuitiv für Menschen als schwierig gelten. Dazu gehören zum Beispiel Dinge wie mathematische Theoreme beweisen, Schachspielen oder auch logische Schlussfolgerungen ziehen. Das war das Paradigma, an dem sich die künstliche Intelligenz ganz wesentlich in ihren Anfängen orientiert hatte. In den 50er Jahren, als es mit der künstlichen Intelligenz, der KI, losging, da war ein Paradebeispiel für menschliches Denken das Schachspielen. Damals fand man Schachspielen die Leistung des menschlichen Gehirns schlechthin. Warum? Ganz einfach deshalb, weil es uns so schwer fällt. Es fällt uns schlichtweg sehr, sehr schwer, diese Konfigurationen von Figuren mehrere Züge weit vorauszudenken. Let's take a closer look at the example of playing chess. For humans, it can be very demanding to find an optimal move, because many possible consequences need to be considered ahead. Will I lose any of my fingers? Can I lure my opponent into a trap? And ultimately, how can I win the game? Professional chess players are not only experienced with certain situations, but are also able to think many more moves ahead than others.
which is why an average player doesn't stand a chance against a professional one. The chess example nicely illustrates the fundamental principles of AI. Playing chess or solving any kind of structured and deterministic problem is nothing more than searching for the optimal solution by going through every possible action and its consequences. One of the first and well-known approaches to these kinds of problems is the general problem solver, which, simply put, works like this. First, the problem has to be stated formally as states, operations, and goal states. It is relatively easy to give a formal description of chess. The current state describes the position of the figures on the board. Afterwards, all the rules of the game and every possible move must be translated into operations. The goal state is a state in which the opponent loses his king or can't move it anymore. Checkmate. Second, a solution is computed by consecutively applying operations to the current state until a sequence is found that results in the goal state. This procedure is called search. When the computer has to decide which move to make, it can go through every possible move, compute its consequences, and choose the optimal move to get closer to the goal state. By applying this brute force search method, IBM's Deep Blue was the first computer that managed to beat the world's best chess player in 1997. Im Wesentlichen war Deep Blue ein Supercomputer, der mit einer relativ wenig intelligenten Brute Force Methode nur weit genug in die Zukunft rechnen konnte und Züge evaluieren konnte, um damit immerhin den amtierenden Weltmeister im Schach schlagen zu können. Nowadays, chess programs even run on personal computers, and it is taken for granted that they can beat all human opponents. Modern programs, however, have been further developed and include heuristics. Instead of computing all possible moves and their consequences, as in the brute force method, heuristics help to approximate certain solutions in order to decrease computational costs. Still, the basic search idea remains. Der wesentliche Unterschied zwischen modernen, gegenwärtigen Schachprogrammen, die sozusagen sogar auf Laptops laufen und keinen Supercomputer mehr brauchen, und Deep Blue war im Wesentlichen, dass in diesen modernen Programmen Heuristiken benutzt werden, um signifikanten Suchraum einzuschränken, was bei Deep Blue noch nicht der Fall war. Im Gegensatz zu Computern hat der Mensch nur eine sehr begrenzte Rechenkapazität. Trotzdem kann er auf sehr hohem Niveau Schach spielen. Das realisiert er im Prinzip dadurch, dass er von diesen vielen Möglichkeiten, von möglichen Zügen, nur die 2, 3, 4 relevanten identifiziert, für die es sich lohnt, sozusagen weiter in die Zukunft zu gucken, wie dann die Spielsituation nach, sagen wir, 5, 6, 7 weiteren Zügen aussieht. Und was da der Mensch macht, ist im Wesentlichen ebenfalls eine Bewertung von gewissen Spielsituationen, und in der KI heißen solche Bewertungen in der Regel Heuristiken. It is obvious why a computer will always be able to beat a human in chess. In principle, it can go through all possible moves and their consequences in order to find the optimal solution. Compared to a computer, a human player essentially lacks two things: the computational power to predict all consequences and the memory capacity to store the huge amount of information. But is this kind of problem solving all there is to cognition? Es ist vielmehr so, dass Schachspielen ist gerade einer von den Disziplinen, die dem Menschen zwar furchtbar schwer fällt, der Maschine aber ganz leicht. Und woran liegt das? Das liegt daran, Schachspielen kann man sehr gut formalisieren. Das heißt, das können Sie formal exakt hinschreiben, was dort abläuft, und das kann man einem Computer geben, und dann kann der seine volle Rechenpower einsetzen, sein volles Gedächtnis einsetzen, um unglaublich viele Züge durchzuprobieren, sehr schnell, und sich das auch alles zu merken. Und deswegen ist natürlich heute ein Computer auch dem professionellsten und besten menschlichen Schachspieler um einiges überlegen. Dagegen hat man bis heute keinen Computer, der in der Lage wäre, einen Roboter so zu steuern, dass er einen Knoten machen kann, dass er eine Schleife bilden kann, dass er in der Lage ist, einen Ball gut zu halten, gut zu spielen. Das kann man so in kleinen speziellen Ansätzen natürlich mal ausprobieren, aber in Allgemeinheit bekommt man solche Fähigkeiten nicht hin.
Although computer scientists managed to develop computers which are far better than humans in solving structured and deterministic problems, we still don't have a computer that we are willing to call cognitive. Now, why is that? It seems that cognitive capacities comprise more than just deterministic problem solving. Und damals war man der Meinung, wenn wir ein künstliches System bauen könnten, was in der Lage ist, Schach zu spielen, dann haben wir etwas so Schwieriges bewältigt, dann ist alles andere einfach. Das heißt, wenn wir also einen Schachcomputer haben, dann haben wir mit Sicherheit auch einen voll intelligenten Roboter, der absolut gleichwertig ist zu Menschen. Und die nächsten 50 Jahre haben dann gezeigt, das ist absolut nicht der Fall. Vergleicht man die Situation in den Anfängen der künstlichen Intelligenz und der heutigen Situation der KI oder allgemeiner der Kognitionswissenschaft, dann glaube ich, dass zwar die ursprüngliche Idee der KI, am bekanntesten sicherlich repräsentiert durch den sogenannten General Problem Solver, einen allgemeinen Problemlöser, eine relativ holistische Perspektive in Betracht gezogen wurde, schon in ihren Anfängen. Allerdings ist signifikant, dass zu der damaligen Zeit viele Aspekte der Kognition mehr oder weniger ausgespart wurden, die wir heute als mitkonstitutiv für Kognitionswissenschaft bezeichnen würden. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir uns motorisch bewegen können, dass wir Dinge und Situationen wahrnehmen können, dass wir in unterdeterminierten Situationen sehr schnell und sehr effizient approximativ gute Entscheidungen treffen können und so weiter und so weiter. Solche Aspekte haben beim General Problem Solver keine Rolle gespielt. Das lag sicherlich einerseits daran, dass man das damals vermutlich noch gar nicht als Problem gesehen hat. Motorik als Problem, Wahrnehmung als Problem. Zum Zweiten lag es sicherlich daran, dass gewisse technische Voraussetzungen einfach nicht verfügbar waren. Und insofern wurde das gar nicht als Problem identifiziert, obwohl eigentlich das Phänomen schon aus der Psychologie und aus vielen anderen Aspekten natürlich bekannt war. Hier hat sich, glaube ich, ein wesentlicher Paradigmawechsel vollzogen. Heute wird im Vergleich zu damals der eingeschränkte Intelligenzbegriff womöglich erweitert zu einem sehr umfassenden Kognitionsbegriff, unter den sozusagen alle kognitiven Fähigkeiten, die natürliche Agenten realisieren können, subsumiert werden. When cognitive science first emerged, the view on cognition was much narrower than it is today. It was believed that the human brain pretty much functioned like a computer. The brain was believed to be nothing more than a symbol processing machine. The analogy between a computer and the human mind is known as the computer model of the mind. The processing of information and the search for solutions to problems were considered central cognitive capacities. This computer model view was and still is very dominant. Psychologists, for instance, talk about long-term and working memory to explain how human memory works, a model which is closely linked to computer science. But the view on cognition has begun to change. Most cognitive scientists nowadays believe that cognition includes all kinds of human abilities, such as painting a picture, playing the guitar, communicating, and even more basic abilities, some of which all animals share, like recognizing objects, as well as orienting and moving in one's environment. Und daran sieht man, dass obwohl man es noch nicht geschafft hat, sehr intelligente Systeme zu konstruieren, dass trotzdem in den letzten Jahrzehnten ein großer Erkenntnisfortschritt erzielt worden ist. Man ist heute darüber hinausgekommen, zu glauben, dass Schachspielen also das A und O des menschlichen Denkens sei. Also man weiß jetzt zumindest schon besser, wo man suchen muss. Wir haben angefangen mit so paradigmatischen Fällen wie Problemlösen, Schlussfolgerungen ziehen, planen, Schachspielen und so weiter und so fort. Und inzwischen sind wir dabei, malen, die Fähigkeit, ein Bild zu malen, als kognitive Fähigkeit zu bezeichnen. Zu laufen auf zwei Beinen wird plötzlich als kognitive Fähigkeit bezeichnet. Vor 60 Jahren wäre kein KI-Mensch auf die Idee gekommen, zu sagen, Laufen ist eine kognitive Fähigkeit. Heute stört sich daran niemand mehr und es zeigt, dass sich unser Bild von Kognition gewandelt hat. Extending the focus to so many human capabilities, however, poses a challenge to the field of AI
because what had been understood as intelligence, namely the solving of structured and deterministic problems, does not seem sufficient for the creation of a general artificial agent that is comparable to humans in its cognitive capacities. With the shift of focus to other human abilities, understanding cognition became more complex. New approaches in the field of artificial intelligence were developed, and new disciplines emerged which tackled the phenomenon of cognition from different angles. One of these new approaches is that of artificial neural networks. The principle of this line of research is radically different from the example we heard before. It does not make an attempt to explain complex cognitive phenomena or parts of these phenomena directly. Rather, it starts by modeling very basic functional elements and their interconnections. Cognition is assumed to be a feature of living beings that emerges from a sufficiently complex organization of these basic elements. In living beings, we have identified the brain as the essential structure from which cognitive processes emerge. We make the assumption that the basic structural elements of the brain are important for cognition. These are our neurons. Trying to understand how these cells work, one needs to look not at single neurons in isolation, but at a large number of them and their interconnections. Researchers in artificial neural networks have found out that the number and strength of these interconnections is of utmost importance for any kind of processing. In order to understand how the interconnections give rise to processing capability, they simulate the behavior of networks of neurons by building artificial models of them. Das Besondere an der Neuroinformatik ist, dass wir versuchen, Modelle über die Informationsverarbeitung zu gewinnen. Das heißt, wir sind nicht so sehr daran interessiert, Modelle, die die biophysikalischen Prozesse der einzelnen Neurone machen, abzubilden, sondern wir sind daran interessiert, wie diese einzelnen Nervenzellen oder eben im Verbund in einem großen Netzwerk Informationen verarbeiten. The term model in science refers to a theory that simplifies certain aspects of the real world, but captures the important properties that are relevant to the question. This applies to artificial neural networks. They are not an exact copy of the real network of the brain, but they act on the same principles. Therefore, by investigating them, we might learn something about important properties and capabilities of real neural networks. Let us do the same. Let's build a simplified model network and try to understand some basic principles of neural networks. Our basic functional element is a neuron. Its function is to integrate electrical input from other neurons that it is connected to via its dendrites. At a certain threshold value, it emits a large electrical potential that is passed on to all other neurons that are connected to its axon. You can compare this functionality to that of a bucket. One bucket can integrate and hold water from different sources. When the bucket is full, it needs to be emptied before it can store more water. The same holds for the neuron. We can think of a whole network of basic neurons that follow this principle. This network does not do anything on its own. We have to first put something into the network ourselves. Once a neuron's threshold is reached, we can watch how the whole network reacts. In order to make the network show meaningful behavior, we need to create a starting situation which means something to us. Let's say we arbitrarily take two neurons from our network and call them input neurons. We decide that these are the only neurons we want to manipulate ourselves. Then we take one more neuron and call it the output neuron. This is where we read out the result our network has computed. The next thing we want to do is to train our network to respond to certain inputs always with a specific activation of the output neuron. In more mathematical terms, we want the network to learn a function mapping the input to the output. We could, for example, make our network learn the binary AND function. The network has one output neuron, which can be either on or off. The operating behavior of the network should be that whenever both input neurons are activated at the same time, the output should be on. Otherwise, it should be off. When we activate the two input neurons, we elicit a cascade of activations of neurons. In the beginning, this ends in an arbitrary excitation of the output neuron, because nothing has been changed yet to accomplish the AND task. Or in other words, the network has not yet been trained. However, by observing the error that the network makes in the output neuron, we can derive small changes that we have to apply to the strength of the connections between the neurons. We can go through this procedure
multiple times, observing the error and making small changes to the connection strengths over and over again. This ultimately leads to a state where the network is giving the correct response every time. We have trained the network to calculate the AND function by manipulating the connection strength of the neurons. So our network has learned to transform the input signals in a certain way. In other words, it is processing data. Also eine der Aufgaben der Neuroinformatik ist es eben dann, genau die Eigenschaften solcher Modelle zu beschreiben. Und zum Beispiel konnte man zeigen, dass diese rekurrenten Systeme unter bestimmten Eigenschaften einen universellen Computer bilden können. This universality is exciting in many ways. Researchers have proven that large, so-called reservoir networks can learn any function, and we can therefore use them to do any kind of statistical data processing in diverse fields of science or even in industry. Additionally, we do not even need to know explicitly what the function is. We only need to know which inputs should result in what output values. On top of that, a network that is trained in just the right way is able to extrapolate from input-output pairs that it has been trained on to value pairs it has never seen before at all. As long as we have a sufficiently large set of data that we can train the network on, our network can operate and generalize to any set of data. For example, in very complicated networks, researchers present images of an object, for example a telephone, from various angles and make the network learn that this is one object. Pictures of a rose are presented as a different object. Now, if we present the rose to the network from a viewpoint it has not seen before, it will be able to tell us that this is the rose rather than the telephone. This means that the network can handle this kind of incomplete knowledge about all possible representations of the telephone and has learned to distinguish it from the rose. The power of this ability to generalize is hard to understate, especially for fields like computer vision. But that's not all. Networks can improve their capability of distinguishing objects by associating several features of one object into a coherent new object. Eine einfache Vorhersage von so einem rekurrenten System ist zum Beispiel, dass das, was das System sich aus der Vergangenheit merkt, für eine bestimmte Zeit lang behalten wird, also ein Kurzzeitgedächtnis hat und gleichzeitig diese Dinge, die im Kurzzeitgedächtnis in diesem System bleiben, nicht linear miteinander kombiniert. Das heißt also, da gibt es Repräsentationen in dem System, die Eigenschaften wie zum Beispiel Rot oder die Farbe und einen Geruch zu einer neuen Identität kombinieren, sodass es nicht einfach eine einfache Kombination von Farbe und Geruch ist, sondern es ist eine neue Einheit. Sowas wie zum Beispiel Rot und ein schöner Geruch wie Rose. These features and abilities of neural networks lead to a large difference in how the chess example is tackled in comparison to the classical AI approaches. Remember that AI would essentially investigate all possible situations and try to find the one that is most optimal. In a computer, it is not hard to investigate this immense range of possibilities. For a human player, however, this is virtually impossible. We cannot know all possible situations and outcomes of the game, and therefore have to cope with a great deal of uncertainty. Very similarly, the network does not have all the data readily available. Instead, it extrapolates from the given information to cope with the present situation. In our chess game, uncertainty can have different sources. Wir könnten Unsicherheit einfach dadurch erzeugen, dass wir ein nicht komplettes Wissen über den Vorgang der Entscheidungsfindung haben. Das heißt, wenn ich meinen Gegenspieler habe, weiß ich nicht, warum mein Gegenspieler einen bestimmten Zug macht. Das heißt, ich kann auch nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 vorhersagen, welches der Zug ist. Die zweite Möglichkeit, eine nicht vorhersagbare Situation zu erzeugen, ist die, dass wir wirkliches Rauschen haben. Das ist ein intrinsischer Parameter, sodass einfach wirklich ein Prozess zugrunde liegt, der rein zufällig ist und der dann eben die Ereignisse beeinflusst. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite eine wirkliche Zufälligkeit auf einen biophysikalischen Prozess, der zum Beispiel meine Nervenzelle zum Feuern bringt oder nicht zum Feuern bringt, weil an der Stelle Synapsen zufällig größere Wahrscheinlichkeit haben anzugehen
oder nicht. Und wir haben auf der anderen Seite eben das erscheinende Zufälligsein, weil wir inkomplettes, nicht komplettes Wissen haben. This feature of being able to cope with both kinds of uncertainty is a fundamental difference to classical AI techniques and makes neural networks also very appealing in the fields of image recognition and robotics, about which we'll talk later. Additionally to the advantages mentioned before, the structure of our networks is often designed to be as biologically plausible as possible. Therefore, we have grounds to assume that the processes that are taking place in the network are actually similar to what happens in the brain. Das ist ein super spannendes Gebiet. Aus einem Grund, die Neuroinformatik oder sagen wir moderne Methoden der Neuroinformatik werden immer wichtiger bei der Datenanalyse. Es kommt auf einer zweiten Stufe rein. Wir glauben heute, dass das Gehirn selber diese Methoden benutzt zur eigenen Handlungsplanung und Verarbeitung sensorischer Informationen. Das heißt, die Methoden kommen an zwei Stellen rein. Wir als Experimentatoren zu verstehen unserer Daten, aber auch das System, was wir betrachten, benutzt diese Methoden. Und deswegen ist es quasi doppelt spannend. Although we must be mindful at all times of the limitations of our models, we can extract hypotheses about the human brain from the behavior of our models. So eine der interessantesten Fragen aus der Neuroinformatik ist sicherlich die, wenn wir jetzt unser Gehirn angucken, ist das Gehirn ein wahnsinnig kompliziertes System, was letztendlich aus einem Zellhaufen entsteht. Das heißt, wir haben mit Sicherheit genetische Komponenten, die die Struktur vorgeben. Wir haben aber vor allen Dingen eine riesengroße Komponente, die Selbstorganisation bedeutet. Das heißt, das Gehirn muss seine Funktion so organisieren, dass es optimal funktioniert. Und was bedeutet optimal? Optimal heißt, dass es besonders gut Informationen verarbeiten muss. Es muss aber auch besonders robust sein. Besonders robust bezüglich unserer täglichen Stimmung, ob wir gut geschlafen haben und nicht gut geschlafen haben, ob wir unterzuckert sind, weil wir lange etwas gearbeitet haben, ob wir dehydriert sind. Es muss immer in einem vernünftigen Regime arbeiten können. Und das ist nicht so einfach, weil man Prinzipien finden muss, die die Netzwerke so strukturieren, dass diese Robustheit aus einer Entwicklung heraus von sich entsteht. Und das kann ich nicht genetisch so programmieren, dass ich jeder einzelnen Zelle sage, du musst so und so sein, sondern man muss genetisch programmieren, dass es Mechanismen gibt, wie zum Beispiel neuronale Plastizität, die dann automatisch dazu führen, dass die Strukturen so angelegt werden, dass die Informationsverarbeitung optimal und robust ist. Und was wir machen ist, wir versuchen genau diese Prinzipien zu identifizieren und diese Prinzipien auch mathematisch zu beschreiben und zu verstehen. Das heißt also, die Neuroinformatik geht hin und definiert das Modell und beschäftigt sich dann eigentlich in Folge zu einem ganz großen Teil damit, die Eigenschaften und die Bedingungen solcher Systeme zu beschreiben, unter denen die dann optimal funktionieren. Therefore, we can see that research in artificial neural networks has a large variety of applications. One such example is the use of networks to control a robotic arm. Modern robot arms are constructed with artificial muscles that need precise activations for any given position of the arm. One can use neural networks in this case to learn an association of the desired position of the arm to the parameters of the respective muscles. This can be done with neural networks without knowing oneself explicitly how to control the arm. As you can imagine, this is already a very complex task. Now imagine the robotic arm needs to catch a ball. This addition of perception complicates things considerably and leads us to the field of robotics, which concerns itself with exactly these problems of action and perception. Moving around is one of the most fundamental skills that we humans have. For us, movement appears very easy because we're doing it most of our waking life. Executing bodily movements is, however, a task of great complexity, involving the fine-tuned control of hundreds of muscles, which all need to work together to execute a movement and to remain balanced. Also, our movements must be goal-directed and continuously adapted to the environment. To achieve this simultaneous and precise control is one of the main goals of robotics.
ohne Sensordaten aus der Umgebung, dann nehmen wir mal den Schweißroboter in der Automobilfabrik. Ne? Der bewegt sich auf seiner vorprogrammierten Bahn. Da kommt dann irgendwie eine Karosserie an und er setzt seinen Schweißpunkt auf dem vorprogrammierten Raumpunkt und dann zieht er sich wieder zurück, dann kommt die nächste Karosserie, er setzt wieder seinen Schweißpunkt und so weiter und so weiter. Das funktioniert alles super gut, aber es funktioniert ohne eine Sensordatenrückkopplung aus der Umgebung. Der guckt nicht erstmal, ja, wo ist denn hier vielleicht die Autokarosserie? Oh, nö, die sieht aber nicht schön aus, die schweiße ich nicht. So, jetzt bin ich auf dem anderen Ende mit einem mobilen Roboter hier über Neumarkt fahren möchte und der soll erstens keine Leute umfahren und zweitens möglichst selber nicht plattgefahren werden auf der Straße, dann muss er natürlich gucken, rechts und links kommt ein Auto, nein, kann ich ja losgehen oder vielleicht gegenüber die Ampel ist grün. Das ist genau die Art von Rückkopplung mit Umgebungssensordaten, die in Richtung kognitive Robotik führt. Indeed, movement that is fine-tuned to the environment is a very complex task and can be considered as one of our cognitive abilities. But what exactly makes it such a hard task? Certainly, for meaningful interaction with the environment, we must first perceive and understand our surroundings. The perception and the interpretation of the environment are abilities which are extremely hard to model in an artificial system. Die Tatsache, dass das schwierig ist, also auch zu erkennen, was ich hier so erkenne, da steht irgendeine Schale auf dem Tisch und das ist ein Tisch überhaupt und solche Sachen, alles das erfordert Kognition und dass es so ist, können Sie sehr gut lernen, wenn Sie sich darüber Gedanken machen, wie man das eben mit einem mobilen Roboter zum Beispiel hinbekommt, auf Basis von Kamerasensordaten oder sowas in der Art, was menschlichen Sensordaten vielleicht ähnlich wäre, stellen Sie fest, es ist einfach unglaublich schwierig, das zu machen, was wir völlig ohne uns dessen bewusst zu sein leisten. The robotics approach faces two problems when trying to make sense of the environment. Firstly, even for the most advanced computational vision algorithms, it is hard to extract meaningful information from arbitrary images. For example, there is not yet any algorithm capable of correctly identifying all chairs in this picture, a task that is trivial for us human observers. Secondly, in a normal context, responses must be exceptionally fast, if not immediate. Therefore, a robot will often not have the time to apply the complex state-of-the-art algorithms, which have some hope of identifying the chairs. Das macht es viel schwieriger als Einzelbildverarbeitung. Was es viel leichter macht, ist die Tatsache, dass ich ja, also wenn ich ein einzelnes Bild bekomme und das ist irgendwas verdeckt, ja, dann ist das verdeckt, dann kann ich das nicht erkennen. Wohingegen, wenn ich eine Kamera auf dem Roboter habe und ich sehe, da ist irgendwie eine Verdeckung und ich sehe, oder da ist irgendwas, das verstehe ich nicht, ja, dann fahre ich doch da mal hin und gucke mal nach. So, das kann ich nicht beim Einzelbild. Das heißt, ich habe viel mehr Möglichkeiten, was es in gewisser Hinsicht schwieriger macht, weil ich eben mit den Möglichkeiten klarkommen muss, aber ich habe es auch wieder leichter als das. With the aid of this example, we can see that cognitive abilities can rarely be examined in isolation, because there is always mutual interaction. In order to move, we need to recognize and interpret our environment. In order to recognize and interpret our environment, we need to move. Let's come back to our example of the chair image. It is easier for us human observers to understand its contents because we immediately recognize objects that are relevant to our actions. In this manner, we see immediately that the chair right at the back of the room is only a painting, that the chair on the desk is a miniature, and so on. We can do this because, through experience, we understand how the perceived object sizes change as we move our viewpoint. Remember what we have heard so far about the crucial role the environment plays in certain cognitive tasks? Some researchers even go one step further by claiming that every single cognitive ability depends on the fact that we do have a body with which we move in the environment. Stellen Sie sich vor, Sie sind Hunting for Red October, Sie in Connery und sind mit einem U-Boot in der Arktis im Eismeer unterwegs. Und dann kommt ein Meeresungeheuer an, und das ist ganz böse und rupft alle Kabel aus dem Unterboot heraus und setzt es irgendwie beliebig zusammen. Und dann können Sie sich überlegen, was machen Sie? Das ist eigentlich eine ziemlich hoffnungslose Situation. Aber meinen Sie, Connery gibt nicht auf. Was passiert? Sie drücken einen Knopf. Schauen, was passiert. Sie drücken den Kopf wieder. Sie ziehen den Hebel, drücken den Knopf. Ziehen den Hebel. Sie versuchen, Sinn draus zu machen. Was passiert in dem U-Boot?
Und die Hypothese ist, dass genau dies die Situation des Gehirns im Schädel bei der Geburt ist. Es hat kein in einem wörtlichen Sinne eingebautes Wissen über die Welt, sondern muss lernen, wie die Welt funktioniert. So wie wenn Sie in ein solches U-Boot geworfen werden und müssen irgendwie damit zurechtkommen. We are not born intrinsically able to understand our senses, nor coordinate our body in a goal-directed manner. It is only by moving and acting in the world that we can acquire it. Viele Forscher, inklusive mir, glauben, dass wir von Anfang an auch nicht nur sensorische Verarbeitung isoliert, sondern im Zusammenhang mit Handlungen betrachten müssen. Dass also die Handlung mitentscheidend ist, auch für bewusste Wahrnehmung zu verstehen. Researchers typically conceive of the processes that lead to perception as belonging to two distinct groups. The first comprises the so-called bottom-up processes, in which the raw sensory data is propagated to brain areas associated with higher cognitive function, becoming ever more abstract and general. Processes from the second group go in exactly the opposite direction, where abstract processes influence and control the behavior of the lower sensory areas. For example, new sensory information leads in a bottom-up fashion to the formation of memory. Likewise, in a top-down fashion, memories of past experiences profoundly influence one's immediate perception. Ich würde immer sagen, gegeben ein Bild oder eine ganze Sequenz von Bildern und gegeben eine Wissensbasis über die aktuelle Situation, den aktuellen Kontext, das, was ich gerade vorhabe, das, was ich weiß, was in der Umgebung ist. Also ich habe einen Prozess bottom-up. Was erkenne ich in meinen Sensordaten? Ein Tisch, eine Porzellanschale, ein Blatt Papier. Einerseits und andererseits, ich habe top-down eine Erwartung. Ich weiß, da ist ein Tisch. Und wenn ich dann etwas sehe, dann wird es wahrscheinlich kein Krokodil sein, sondern irgendwie eher eine Porzellanschale oder eine Tasse oder sowas. Das heißt, ich habe nicht, wie es klassischerweise ist, nur so ein Bottom-up-Prozess, und ich habe Bottom-up und Top-down beides miteinander verhakt. Although modern robots have some form of bottom-up processing of information, apply top-down knowledge and can move in the environment, the question remains whether such an artificial system could be considered cognitive. If we say that cognition begins with interpretation of the world and moving within it, we would assume that we're at least close to building it artificially. However, we hesitate to call a moving machine cognitive. Where is the boundary? Wenn ich mich da an die Straße stelle und gucke, ist gegenüber die Ampel grün, das ist schon eine Art von Interpretation. Sie können auch sagen, naja, das ist also, ich warte eben auf das grüne Licht und zack, gehe ich los. Also das ist vielleicht ein bisschen eine Geschmacksfrage. Ich würde es trotzdem sagen, es ist eine komplexe kognitive Leistung, weil ich eben in der Lage sein muss, aus dem riesigen Strom an Sensordaten, der mich dazu knallt, eben dieses, also vom Bildausschnitt her winzig kleine grüne Lichtchen da irgendwie schräg gegenüber als die Ampel zu interpretieren, beziehungsweise das rote Lichtchen dann vorher, und mich nicht ablenken zu lassen von dem roten Pullover von dem Menschen, der neben der Ampel steht. Despite modern advances, we still have nothing close to a robot that can move over a crowded street without being run over. If we had such a system, we might consider calling it cognitive. But even if we would grant such an artificial system cognition for this, humans are capable of much, much more. A simple example would be the immediate recognition of the faces of friends while crossing the road. Therefore, basic human abilities like perception and object recognition still need to be understood to a much greater degree. Recognizing and categorizing objects is an essential part of our visual experience. In our everyday life, we identify objects all the time without being aware of it. Imagine you are strolling over the market in search of tasty strawberries. You are bombarded with sensory information, the smell of fresh oranges and strawberries mixed with the smell of fish from the market stall nearby, the voices of sellers and buyers, the bright colors of the fresh fruits and vegetables, as well as the visual impressions of the people walking by. Amazingly, your brain is able to deal with the abundance of information reaching your senses. It differentiates between the important and the unimportant input. You can easily recognize strawberries among all the other things in your environment. How does that work? Neuroscientists approach this question by investigating the brain mechanisms that are active when we perceive the world. It has been found that the process of visual perception is greatly influenced by our memory.
Und unsere Wahrnehmung ist natürlich massiv von Gedächtnis beeinflusst. Wenn nun irgendein Wahrnehmungsprozess stattfindet, ist der immer ganz eng verzahnt mit Zugriffen auf unser Gedächtnis. Ich kann Ihnen das mal zeigen. If you see an image like this for the first time, you perceive only black and white spots. If, in contrast, this image is shown to you, you can easily detect a cow. Look at the first image again. You are now able to see the cow. This happens because when you saw this image, physiological processes occurred in your brain and a memory was formed. This stored information helps you to detect a cow among the black and white spots. Gedächtnis ist nichts anderes als eine Ansammlung von allen Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Ohne Gedächtnis wäre sowas wie Sprache, Denken, Probleme lösen nicht möglich. We need our memory all the time, and we continue storing new information throughout our entire life. Unser Gedächtnis ist von seiner Speicherkapazität ja fast unendlich, ist ein großes Wort, aber unendlich, sage ich jetzt einfach mal. So, does infinite storage capacity mean that we can remember literally everything? Let's test this. How many digits can you memorize? You can see that the brain's storage capacity is not infinite with respect to arbitrary information. On the contrary, when forming memory, only those stimuli that are considered relevant have a chance of being stored for longer periods of time. This ability of the brain to be selective about what information is processed makes it such a wondrously efficient and capable organ. Let's come back to the strawberries again. You can smell them and simultaneously see their red color and shape, the visual information coming through your eyes and the smell reaching the brain through your nose are processed in different brain regions. But still, these separate impressions are integrated and processed together. You pay attention to the strawberries, and all relevant information, in this case all information about the strawberries, is integrated. Wie kommt es dann dazu, dass diese verteilten Hirnareale wieder zusammengebunden werden? Ein Mechanismus ist, dass sich diese Hirnareale synchronisieren, also gleichzeitig aktiv werden. So eine Synchronisation ist natürlich nur dann möglich, wenn ich diesem Objekt auch meine Aufmerksamkeit widme. Wenn ich dem Objekt keine Aufmerksamkeit schenke, dann nehme ich es nicht wahr und es synchronisiert sich nichts. So, if we pay attention to an object, all its features are bound together and we perceive a coherent object. However, during this process of synchronization, errors can occur. This is the case in diseases such as schizophrenia. Kriterium für Schizophrenie ist zum Beispiel, dass die Patienten unter Halluzinationen leiden. Die haben visuelle Halluzinationen seltener, aber oft auditorische Halluzinationen, dass Stimmen gehört werden, was auch oft vorkommt, ist Geruchshalluzinationen, dass Gerüche wahrgenommen werden, die nicht da sind. Und hier kann man natürlich jetzt, was ich Ihnen vorher gesagt habe, dass sich Hirnareale synchronisieren, wenn man Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Stimulus richtet und so eine Objektwahrnehmung entstehen kann. Das Gehirn ist jetzt aber ein ungeheuer komplexes System. Man kann sich leicht vorstellen, dass solche Synchronisationsprozesse durchaus mal aus dem Ruder laufen, dass da falsch synchronisiert wird, weil minimale Parameter falsch eingestellt sind. Wenn dann also plötzlich sich Hirnareale synchronisieren, die das eigentlich gar nicht tun sollte. To identify defective structures or processes and to investigate brain functions in general, neuroscientists utilize several methods. First of all, there are invasive methods, such as the so-called single-cell recordings. This kind of measurement requires the skull to be opened and electrodes to be implanted into the brain. These electrodes then measure brain activity directly from the cells. This can be done in humans undergoing brain surgery and in animal experiments. In contrast, non-invasive methods, although much coarser in their resolution, can be used on humans and animals without surgery or harm. Electroencephalography, EEG for short, measures the electrical field that is induced on the skull's surface by underlying brain activity. A similar method, called
Magnetoencephalography, or MEG, records the magnetic field. Functional magnetic resonance imaging, or fMRI, detects neuronal activity less directly. Areas of the brain that are more active require more oxygen, and therefore more oxygenated blood is directed to those areas. This change of oxygenation is measured to give an indication of where activity in the brain is occurring. Als Analogie vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn Sie sich ein Fußballspiel vorstellen, ne? Und jetzt wollen Sie was über das Fußballspiel erfahren, das da auf dem Platz läuft, dann können Sie einmal direkt einen Zuschauer fragen im Riesenstadion, was ist denn da unten gerade los? Dann wissen Sie nicht, was auf dem Platz läuft, was alle anderen Zuschauer machen, aber vielleicht beschreibt Ihnen das der eine Zuschauer ganz gut, das ist die Einzelzellableitung. Dann kann man natürlich auch den Stadionlautsprecher sich angucken und sobald da alle gemeinsam Tor brüllen, weiß man, jetzt ist ein Tor geschossen. Das ist vielleicht sowas parallel zum EEG oder MEG. Man kann natürlich auch ein indirektes Maß nehmen und sich die Anzeigetafel anschauen. Wenn da dann eine Minute später 1:0 steht, das wäre so ein Analog zum Blutfluss, dann weiß man, ah ja, muss wohl ein Tor gefallen sein. With the help of single-cell recordings, EEG, MEG, and fMRI, neuroscientists conduct experiments designed to probe specific brain functions. Das heißt, wir stellen uns sehr einfache Fragen. Wann schaue ich wohin und warum? Was ist dort zu sehen, wo ich hinschaue? Sind die Orte, die ich fixiere, wenn ich sie jetzt zum Beispiel anschaue, ist das ein anderer Ort im Vergleich zu denen, wo ich nicht hinschaue? Manche Orte schaue ich mehrfach an. Sind das ganz spezielle Orte, die besonders wichtig für mich sind? Kann ich die in einem absoluten Sinne definieren durch bestimmte Eigenschaften, dass sie zum Beispiel bunter sind als andere Orte? Oder sind die mehr aufgabenabhängig? Und da führen wir Untersuchungen mit Messung von Augenbewegungen durch, wo wir diese Fragen weiterverfolgen. Ein klassisches Experiment sieht dann so aus, man untersucht die Reaktion einer Versuchsperson, die in einem abgedunkelten Raum sitzt und dann wird schlagartig ein visueller Stimulus, ein Bild, zum Beispiel ein Gesicht, gezeigt. Das ist nicht unsere normale Situation. Wir schauen kontinuierlich, wir interagieren damit. Das heißt, da gibt es nicht diesen einen Impuls, der quasi dann Stück für Stück verarbeitet wird. Also nicht wie ein Fließband, wo etwas immer weiter fertiggestellt wird, sondern eher wie ein runder Tisch und alle machen gleichzeitig Arbeiten an diesen. Und das heißt, auch die, die vielleicht kompliziertere Eigenschaften untersuchen, beeinflussen die, die einfache Eigenschaften des Stimulus untersuchen. Of course, the artificial situation created during an experiment does not exactly mirror the real world. This is a major problem in neuroscientific research. Another challenge is the difficulty of interpreting the results of our measurements. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich mir beispielsweise so diese bildgebenden Verfahren anschaue. Ja, wenn also dann so die Gehirnaktivität farblich markiert wird und dann denke ich immer, wenn da nicht mal zu viel reininterpretiert wird. Also ich konstruiere mal ein ganz einfaches Gegenbeispiel. Wenn ich einen PC nehme und löte jetzt auf dem Motherboard so 100 Drähtchen an mit 100 Birnchen und ich würde jetzt diesen PC rechnen lassen und würde mir jetzt dieses flackernde Muster dieser 100 Birnchen da anschauen, ich glaube nicht, dass jemand versuchen würde herauszufinden, ob dieser PC jetzt eine Einkommensteuererklärung gerade berechnet oder ob er einen Primzahltest macht. Also bei fMRI ist klar, wir messen einen Aspekt der Durchblutungssteuerung. Der hängt natürlich mit der neuen neuronalen Aktivität zusammen, aber nicht ganz streng 1:1. Es gibt auch insbesondere starke Bemühungen, Methoden zu kombinieren. Das heißt, man möchte EEG und fMRI kombinieren oder fMRI und MEG, so dass man die Vorteile der verschiedenen Methoden ausnutzt und die Nachteile dadurch ausgleicht. Und deswegen gibt es auch gerade im Moment eine Flut von neuen Ergebnissen, wo wir in einem schnellen Rhythmus mehr und mehr verstehen, wie das Gehirn funktioniert. By using multiple methods, one can combine different perspectives on the same phenomenon, to obtain a more comprehensive and accurate picture. Ich meine, wir haben 100 Milliarden Zellen im Kopf und jeder hat ungefähr 10.000 Synapsen mit anderen Zellen. Es sind also eine Billiarde Verknüpfungen.
How can we make sense out of this mass of largely interconnected neurons? One way to find out about the functions of different brain areas is by investigating patients with brain damage. When we know that a certain brain region is damaged and that a certain cognitive function is impaired, we can conclude that there is a correlation between this function and the damaged region. This method is referred to as a lesion study. Lesion studies showed in the 1860s that there are distinct regions whose main function is the production and processing of speech. The scientists Paul Broca and Carl Wernicke investigated patients with speech deficits and identified two distinct areas, which are nowadays known as Broca's area and Wernicke's area. If Broca's area is damaged, the patient has problems producing words or proper sentences, but understands language without impairment. Conversely, if Wernicke's area is injured, the patient's speech is fluent but meaningless, often consisting of random or invented words. Although it has been possible to locate certain regions associated with language in the brain, the language capacity of humans is far too complex to be reduced to one or two brain areas. Language requires extensive interaction between many different areas, and it is influenced by many things, such as social context. Thus, the phenomenon of language remains an intriguing mystery. Ja, was ist Sprache? Ja, wenn wir das wüssten, dann wären wir alle schlauer. Also das ist eine große Frage. Und ich glaube, dass es darauf keine sinnvolle Antwort gibt. Also denken Sie mal, dass wir alles nicht könnten, wenn wir keine Sprache hätten. Language is one of the characteristic features of human beings. No other animal communicates with anything like the complexity of humans. Animals do communicate, but their communication is very different from our language. Consider bees, for example. Die Biene tanzt in bestimmten Richtungen und wackelt dabei mit ihrem Hinterteil. Und durch das Wackeln und die Ausrichtung kann die Biene anderen Bienen kommunizieren, in welche Richtung und in welcher Entfernung Nektar zu finden ist. Bei menschlicher Sprache ist das alles viel komplizierter. Wir haben mehr Bedürfnisse. Wir wollen nicht unbedingt nur kommunizieren, wo der Nektar ist und in welche Richtung weiter entfernt ist. Sondern wir wollen noch ein bisschen mehr. Wir wollen eigentlich alles. Und das ist der ganze Ärger. Und da wird menschliche Sprache dann eben auch so fürchterlich kompliziert. Human language in its full complexity is a major theme of the study of cognition. The scientific study of human language is called linguistics. There are several modules of linguistic description. Phonetics analyzes the speech sounds of a language. Morphology is concerned with the smallest meaningful linguistic units, called morphemes. A word comprises one or more morphemes. Words fall into different lexical categories. Syntax studies the structure of word combinations, such as phrases and sentences. These combinations are based on grammatical rules. Semantics is the study of the meaning of the sentence structure. And lastly, pragmatics assigns meaning to sentences in their situational context. Furthermore, linguists endeavor to answer other important questions, such as, how do we acquire language? How does comprehension and production of language work? And how is language represented in the brain? Wir konstruieren Algorithmen, das heißt, wir bauen Modelle, die die Beobachtungen zur Fähigkeit des Menschen im Umgang mit Sprache nachmodellieren können. Worüber dieses Modell überhaupt nichts sagt, ist, wie diese Sprachfähigkeit implementiert ist im Gehirn. Damit treten neue Fragestellungen heran und auch neue Modelle dazu, was Sprache sein könnte. Ein rein formales Modell reicht nicht aus für den Neurolinguisten und den Psycholinguisten, denn der ist ja damit beschäftigt, wie funktioniert das im Gehirn und beschäftigt sich insofern mit physischen Prozessen. Während die formale Sprachwissenschaft sich nämlich nicht mit physischen Prozessen beschäftigt, sondern mit abstrakten Prozessen.
Language acquisition is also a fundamental topic. Noam Chomsky proposed in 1957 that children are born with an innate language faculty, a faculty he called universal grammar. Herr Chomsky war ja der Meinung, dass ein Kind viel zu wenig Zeit hat und viel zu wenig Input bekommt, um so etwas Kompliziertes wie die Sprache zu erlernen. Und daraufhin hat er ja gefolgert, es muss bereits schon etwas da sein, wenn das Kind geboren wird, und er nannte das ja Universalgrammatik. However, what about formal languages, such as programming languages? Are they comparable to our natural human language? And can a computer actually understand language? In order to answer questions like these, one needs to ask how a language is defined. Noam Chomsky in den 50er Jahren, der hat eine Sprache schlicht und einfach definiert als die Menge der Sätze, die zu der Sprache gehören. Und das ist eigentlich nur deshalb interessant, weil diese Menge eine unendliche Menge ist und sich daraus eine interessante Aufgabe für die Sprachwissenschaft ergibt, nämlich einen Algorithmus zu finden, der diese unendliche Menge beschreibt. In der Informatik ist das ja ganz einfach. Also eine Programmiersprache, eine Computersprache ist ja eine Übereinkunft für Anweisungen und Kontrollstrukturen, mit denen wir einen Algorithmus so formulieren können, dass ein Computer ihn mechanisch abarbeiten kann. Ein Computer hat ja gar keine Probleme, in wenigen Millisekunden ein Computerprogramm zu überprüfen. Aber er tut sich ja sehr schwer, eine menschliche Sprache zu verstehen oder zu analysieren. Wir als Mensch haben natürlich im Gegensatz dazu sehr viel zu tun, wenn wir jetzt ein 10-seitiges Java-Programm auf Korrektheit überprüfen wollen. Das entspricht offenbar nicht so unserem Naturell. Wir sind offenbar in der Lage, mit unserem Gehirn die richtigen von den falschen Sätzen zu unterscheiden, aber auf so andere Art und Weise. Even though computers have problems analyzing human language, a computer has recently beaten humans in a language-based competition. This computer was called Watson and was developed by IBM. Using a large database and state-of-the-art ranking algorithms, IBM's computer became the first non-human player to win in the popular American quiz show Jeopardy in 2011. But Watson's language competence still falls far short of human language. Wenn ich das richtig erinnere, hatte Watson große Probleme mit metaphorischen, ironischen Äußerungen, wo Implikaturen im Spiel waren, also wo tatsächlich irgendwelche Sachen angedeutet oder insinuiert wurden. Also der Computer hat die Information schon. Das Problem scheint eher zu sein, welche Information ist jetzt die, die ich in dieser Interpretationssituation brauche. It is not only metaphors and irony which pose problems for the computer. There are plenty of other aspects in natural language which resist attempts to formalize. First of all, human speakers use language in a creative manner with frequent changes in meaning and use. Ask your grandmother what the word cool means, and then ask your younger sister what she considers cool. Moreover, understanding requires background knowledge about the world. We need to know who Mozart was in order to understand this utterance. Finally, language is highly context-dependent and ambiguous. Es gibt eben einige Wörter in jeder Sprache, die zufällig genauso aussehen oder sich genauso anhören wie andere Wörter in der Sprache, aber die beiden Wörter haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das Klassikerbeispiel dazu ist das Wort Bank im Deutschen. Also das kann eine Gartenbank sein oder eine Parkbank, auf der man eben sitzt. Oder es kann eine Geldinstitution sein. It is not just words that can be ambiguous, but also entire statements. Wenn ich also zum Beispiel möchte, dass jemand die Tür zumacht, dann kann ich unhöflicherweise sagen, können Sie bitte die Tür zumachen. Oder ich kann sagen, hu, das ist aber kalt hier. Ja, hu, das ist aber kalt hier, ist eigentlich ein expressives Statement. Ich drücke aus, wie ich mich fühle. Aber was sie eigentlich will, ist, dass der Mensch die Tür zumacht. In order to resolve such ambiguities, we need to know how language is used in particular situations.
This requires not only linguistic knowledge, but also knowledge about the world. Grenze zwischen reinem Sprachwissen und Weltwissen, die scheint nicht ganz so klar zu ziehen zu sein. Also die Mehrdeutigkeit, die Effizienz der Sprache, diese starke Kontextabhängigkeit, das scheint etwas zu sein, was man eben schwer in einen Algorithmus gießen kann. Since human language cannot be formalized like a computer program, a computer is not able to treat natural language the same way as artificial languages. Current computers cannot properly understand natural language. This can be seen in Siri, the speech interpretation and recognition interface of the iPhone. Siri is capable of language production and recognition, but is there also language comprehension involved? Also, wenn ich jetzt mein iPhone nehme und da reinspreche, brauche ich morgen einen Regenschirm. Und wenn dann diese Siri mir die Wetterkarte von morgen zeigt und aufschreibt, sonnig 25 Grad, dann glaube ich, ist es ja müßig, darüber zu spekulieren, ob jetzt Siri mich verstanden hat. Ich glaube nicht, dass Siri weiß, was ein Regenschirm ist. Ich glaube, dass das Wort Verstehen bei Computern keinen Sinn macht. Also ich glaube nicht, dass Computer irgendetwas verstehen. Sie arbeiten stumpf ein Programm ab. Even if comprehension is missing, a computer is capable of speech recognition. How is this possible? Man nimmt das Audiosignal, zerhackt es in viele kleine Häppchen von etwa 10 Millisekunden. Dann macht man eine Fast-Fourier-Transformation und erhält ein Frequenzspektrum. So, dann werden diese Frequenzspektren nochmal einer Diskriminanzanalyse unterworfen und es entstehen dann Merkmalsvektoren. Für jedes Häppchen ein Vektor. So, dann hat man vorher schon von allen Phonemen, das sind so die kleinsten Spracheinheiten, also Geräuschfetzen, von allen diesen etwa 40 Phonemen im Deutschen hat man die Merkmalsvektoren erstellt und zu jedem Merkmalsvektor hat man so eine mehrdimensionale Wolke in diesem Merkmalsraum. Und jetzt wird bei der Analyse versucht, von den beobachteten Merkmalsvektoren die wahrscheinlichste Sequenz durch diesen Merkmalsraum zu finden. Now the computer processes the extracted text. Siri uses an online search engine for this. Eine Suchmaschine, so etwas wie Google, ja, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man mit solider Ingenieurskunst verblüffend gute Ergebnisse liefern kann. Da werden einfach alle Wörter auf diesem Planeten, ja, alle paar Wochen abgegrast, die auf Webseiten stehen, werden in einer Datenbank gespeichert. Es wird ein effizienter Index konstruiert und wenn dann schließlich irgendjemand mal eintippt, Osnabrück, Cognitive Science, dann wird eben Google relativ zügig herausfinden, ja, da gibt es eigentlich eine Seite, die auf diese Frage besonders gut passt. A search engine returns the appropriate result for our search request. Though, of course, the machine doesn't understand what cognitive science means. So, the machine cannot tell us. But who can? Was ist die Kognitionswissenschaft? Gute Frage. Ja, ich glaube, Kognitionswissenschaft versucht, die Vorgänge in unserem Spatzenhirn zu analysieren und menschliches Verhalten zu verstehen und auch durch Software und Hardware menschliches Verhalten nachzubauen. Also ich finde, die Kognitionswissenschaft ist in unserer Zeit das spannendste Forschungsgebiet überhaupt. Es ist in einem Sinne die letzte Grenze, weil hier prallen Natur- und Geisteswissenschaften aufeinander. Und aus diesem Konflikt oder aus dieser Energie heraus entsteht sehr, sehr viel. Also wir wollen unseren menschlichen Geist, Denken, Kognition auf eine natürliche Grundlage stellen. Die Beteiligung der Fächer der Psychologie, der Biologie, der Philosophie, der Sprachwissenschaft, der Informatik, dieses Patchwork an Fächern, das wir da haben, dass die alle auf ihre Weise zu diesem Forschungsgegenstand was beitragen. Ja, und die man eigentlich auch alle braucht, um zu kapieren, wie es wirklich funktioniert. Weil aus einer einzelnen Disziplin heraus zu verstehen, wie jetzt ein kognitives System funktioniert, mit allen Facetten,
Das ist nicht leistbar, das ist ein interdisziplinäres Thema, also brauche ich auch alle mit am Tisch. Okay, was ist der Phänomenbereich, um den es gehen soll und wer kann alles dazu was beitragen? Wer betrachtet das meinetwegen mehr auf einer Verhaltensebene, vielleicht begrifflich, philosophisch oder psychologisch? Wer kann was sagen, was sind die unterliegenden Strukturen, die dafür verantwortlich sind? Vielleicht zunächst mal eher grob in der Neurowissenschaft, aber dann was liegt wieder denen zugrunde? Wie sieht das dann auf einer Zellassembly-Ebene aus oder in einer einzelnen Zelle? Was passiert da im Neuron? Und so kann man dann die Mechanismen mehr und mehr verstehen und damit insgesamt einen Eindruck bekommen. Aber es hat einfach einen Vorteil, dass man mit Leuten redet, die eine ganz andere Sicht haben. Das ist auch wieder dieses Interdisziplinäre, aber das setzt eben die Bereitschaft voraus, sich auch mal drauf einzulassen. Und wenn man diese Bereitschaft mitbringt, dann hat man häufig bessere Chancen, als wenn man sozusagen einfach auf seiner Spur bleibt. Und da ist, glaube ich, ein großer Beitrag, den die Philosophie einfach liefert, von ihrem eigenen Grundverständnis heraus, was es heißt, etwas wirklich verstehen zu wollen. Wie hängen eigentlich diese verschiedenen Disziplinen miteinander zusammen? Was heißt es da jetzt, etwas reduktiv zu erklären oder die Mechanismen zu begreifen von einem Phänomen? Das sind auch wieder Fragen, die typischerweise dann eher aus einer philosophischen Perspektive gestellt werden und nicht so sehr aus jetzt dem, der genau auf einer dieser Ebenen seine Kompetenz hat. Es ist auch nicht ganz einfach dadurch, dass, sagen wir mal, an den Methoden, an dem Untersuchungsgegenstand, den man in seiner Disziplin entwickelt, auch Herzensblut hängt. Man ist nicht so ohne weiteres bereit, sich sozusagen in einen anderen Wissenschaftler hineinzudenken, der andere Methoden hat, sozusagen die eigene Sicht aufzugeben und sich in jemand anderen hineinzuversetzen, um zu verstehen, wie der denkt, wie der funktioniert, was dem wichtig ist, was dem unwichtig ist. Mir sind meine Sachen am wichtigsten. Ja? Und auf die achte ich und von denen bin ich nur äußerst ungern bereit abzugehen. Und das macht die Schwierigkeit interdisziplinärer Arbeit aus. Aber das macht nichts. Ja? Also das muss sozusagen den Gesamtrahmen bieten, der einfach animiert, dass man sich zusammentut und gemeinsam Projekte entwickelt. Und da, glaube ich, ist sehr, sehr viel Potenzial nach wie vor. Für die Studierenden ist der Vorteil, dass sie all dies lernen. Wir haben nur einen Teil davon gelernt, aber die Studierenden wachsen mit all diesen Methoden auf, mit all diesen Kenntnissen und werden das mal auf andere Weise integrieren und umsetzen können, als wir dazu noch in der Lage sind. Und in diesem Spannungsfeld, das ist einfach wahnsinnig aufregend. Also ich denke, es ist die Zeit in der Wissenschaft, wo am meisten, am spannendsten überhaupt jemals was passiert. Also insofern spreche ich auch am liebsten nicht von interdisziplinär, sondern antidisziplinär. Der Ausdruck stammt nicht von mir, aber ich finde ihn sehr, sehr treffend, weil wir im Entstehen einer neuen Disziplin sind. Ich glaube, dass die Entwicklungen, die wir selber noch produzieren werden, also dass unsere Fantasie dafür überhaupt nicht ausreicht. Müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen.
Thank you.